kommen wir zu dem Top-Spot an der alten Festung, der auch tatsächlich für Level 12 Angler richtig gut und effektiv zu beangeln ist. Selbstverständlich sind auch alle anderen Spots gut zu beangeln, aber wenn man mit Level 12 auch ein bisschen dickere Brocken ziehen will und das auf dem wirklich sehr einfachen Feederset Start, was wirklich nicht viel Tragfähigkeit hat, aber man hat einfach Bock auf den geilen Drill und will einfach mal die dicken Brocken rausziehen, dann würde ich es hier an der Stelle testen. 53, 13, schön Kartoffel rauf auf den Haken, rausgeworfen, ganz entspannt hier vorne in das Grün und hoffen, dass dann da die dicken Brocken gehen. Als nächstes könnte man hier auch ein Maiskorn nehmen. Mais natürlich auch ein Klassiker. Zack, genauso eben locker ausgeworfen, gar nicht so weit. Oder auch die olle Erbse. Zack, raus mit der Erbse. Bisschen wieder rangekurbelt, dass wir da schön hier in diesem grünen Bereich liegen. Und dann hoffen, dass die dicken Brocken reingehen. Warum ist diese Stelle hier so top? Weil die Fische in so einem kleinen Extra-Becken, so einem kleinen Seitenarm, eingesperrt sind und sie können nicht raus, wenn wir versuchen, sie geschickt im Drill hier drin zu behalten. Und das müssen wir tatsächlich, denn wenn dann ein dicker Brocken dran ist, müssen wir ihn ein bisschen lenken und steuern. Das Erste, was der Fisch macht, ist natürlich fliehen. Der flieht nach hinten oder so ein bisschen nach links und rechts und haut ab. Und dementsprechend müssen wir dann versuchen, ihn weiter nach da hinten zu steuern. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn er nach dahin abhaut, hier am Wasser entlang, und er haut dann hierhin ab, da ist alles offen, dann ist er weg. Wollen wir also absolut nicht. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, wo ich jetzt hier bin. Also am sogenannten Fuß unten in der Ferse vom Fuß, genau hier in diesem Bereich, immer wieder einen Top-Spot. Auch mit Boilies später richtig gut, das heißt, wenn man mit einem etwas größeren Setup schon zugange ist, sensationell. Im Großen und Ganzen würde ich fast sagen, dass der gesamte Fuß hier eine gute Area ist, halt für Anfänger, angefangen hier von der Brücke, hier reingeworfen in diesem Bereich, um die 10 Meter hier im Nahbereich, die Fische hauen ab, auch hier vorne gehen Aale rein zum Beispiel, hier können Aale reingehen, hier können die Aale reingehen, hier ist eine große Hecht-Area in dem Bereich. Also hier ist richtig viel. Ihr könnt quasi 3 Level lang nur hier in diesem Bereich angeln und ihr habt immer was zu tun. Es gibt immer unterschiedliche Möglichkeiten hier zu angeln. Man kann hinten in der Ecke auf Frosch angeln. Wie gesagt, Schleien kann man hier beangeln. Auf Barsch, auf Hecht beim Spinning. Das alles, was man auf Grund beangelt, kann man hier natürlich auch mit der Pose beangeln. Auch das funktioniert. Also es gibt hier wahnsinnig viel zu tun. Sämtliche Fische, die man hier quasi an der alten Festung fängt, fängt man auch hier im Fuß. Mit, ja, ich sag mal, den Brasse ist vielleicht ein bisschen seltener. Ein Brassenspot und ein Aktiver ist mir in all den Jahren hier noch nicht untergekommen. Durchaus möglich, dass man das mal hier in diesem 2-Meter-Loch probiert. Habe ich bisher noch nicht gemacht, könnte aber durchaus funktionieren, dass man dann hier vielleicht mal mit Brassenfutter und Köder, vielleicht hier mit Knoblauchteig oder so, einfach mal hier auf Brasse geht. Wäre vielleicht mal eine Option. Also, das hier in dem Bereich, einer der Topspots, wie gesagt, dann hier an der alten Festung, speziell für Anfänger. Und was sehen wir jetzt hier gerade? Es hat zwar gerade ein bisschen rumgezuppelt, aber es tut sich noch nichts. Das heißt, ich variiere natürlich jetzt hier wieder die Köder. Wenn der Mais nicht will oder die Erbse, dann gehen wir hier auch wieder auf Teige. Wir fangen mal an hier mit dem Honigteig zum Beispiel. Auch da wieder locker ausgeworfen. Gar nicht so weit. Ne? So, kriegen wir noch abgestellt. Und dann machen wir hier als nächstes... Was kriegen wir noch dran? Nehmen wir nochmal den Käse. Auch ein Klassiker. Also zack, locker raus. Und gib ihm. Auch hier deutlich bessere Frequenz. Natürlich, wenn ihr schon Karpfenfuttermische herstellen könnt. Alte Festung bedeutet mit Skill
auf die Fische zu gehen. Ohne Skill, einfach nur Plumps angeln. Da kann man zum Moskitosee gehen, da kannst du zum Windenbach gehen, da schmeißt du irgendwas ins Wasser und fängst. Das ist einfach für die Anfänger, solange man noch nicht geskillt hat, und zwar die Futtermische geskillt und die Köderbeschaffung geskillt hat, am besten weg von der alten Festung. Ist überhaupt nicht sinnvoll, sich hier hinzustellen. Es kann halt mal passieren, dass man was fängt, aber richtig geil ist es nicht. Man macht deutlich mehr Silber, deutlich mehr XP, man bekommt deutlich mehr Skillpunkte, wenn man, wie gesagt, an den ersten Gewässern ist, solange man nicht hier richtig mit Futtermische rangeht und versucht, gezielt dann irgendwann auch die Fische hier rauszuziehen. Natürlich testen wir nach wie vor an jedem Spot oder jeden Spot mit verschiedenen Ködern. Immer wieder das Gleiche. Wir werfen verschiedene Köder aus, testen das eine Zeit lang. Wenn dann nichts funktioniert, zack, wieder der Wechsel. Heißt also, reingezogen, funktioniert gerade nichts auf diesen Köder, triggert nichts. Das heißt, wir nehmen jetzt vielleicht mal hier den Knoblauchteig und werfen den einfach mal raus. Zack. Ab da vorne hin. Was ich bisher noch nicht hatte, war jetzt sowas wie Tauwurm oder Mistwurm. Jetzt haben wir ja gleich 21 Uhr, da liebäugel ich schon mit, jetzt so langsam in den Abendstunden vielleicht hier mal auf dem Aal zu gehen. Das heißt, ich werde hier gleich einen Mistwurm rauswerfen, den Tauwurm und einen Fischfetzen. Drei verschiedene Köder dann wieder für den Aal. Und das werfe ich dann auch wieder hier schön, ich sag mal so in diesem Bereich, hier so vor das Schilf, richtig tief rein. Klappt dann auch in der Regel ganz gut, dass man den Aal so ein bisschen ufernah und da gut fängt, wo es so ein bisschen verschlonzt ist. Andere Möglichkeit dann, wie gesagt, auch hier an der Brücke, auch da links und rechts gibt es die Möglichkeiten. Oder auch hier hinten oder hier in dem Bereich, in der Area, die sehen wir ja hier auch schon. Das ist hier dieses Grün und wenn man sich hier dann hinstellt, nah in der Nähe da zwischen dem Holz und den Seerosen, haben wir schon direkt den nächsten Spot wieder. Auch da kann man sich dann super hinstellen und die Brocken rausziehen. Ja, wenn wir dann ins Spinning gehen, dann wie gesagt hier drüben Spinning auf Hecht und auf Barsch. Wenn ihr auf Barsch aus seid, kommt dann demnächst noch ein weiteres Video, nochmal speziell, was halt dann richtig gut auch ist fürs Spinning. Hier an der Stelle beißen viele Hechte rein. Es gibt da auch schon ein Video zu. Ich verlinke das auch nochmal, das Video. Richtig guter Spot eben fürs Hechtangeln. Die ballern da drüben bei den toten Bäumen ganz gut rein. Da muss man immer aufpassen, dass man da nicht verhakt mit seinem Köder an den Bäumen. Das heißt, nicht zu nah daran vorbeiziehen. Aber ansonsten ist das hier eine super Area, richtig schick gemacht. Kleiner Nachteil an der Area ist, dass man mit der Zeit von der Stimmung her sozusagen, man hat ja hier unten, wo ich gerade vorsitze, diese Anzeigen, das heißt, die gute Laune nimmt hier ab, weil das eine Art Sumpfgebiet ist. Das heißt, nicht zu lange hier sitzen, vielleicht eine Stunde oder zwei und dann auf jeden Fall mal wieder weg, irgendwo, wo es ein bisschen schön ist und dann kriegt man auch wieder schöne Laune, gute Laune oder zwischendurch mal einen Tee trinken oder so, dann geht das auch wieder. Ja, also es wird langsam dunkel, heißt also für mich, ich rüste gleich hier schon alles um auf Aal und für dich heißt es, Kanal abonnieren nicht vergessen, Daumen da lassen fürs Video und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.